Hi, wir sind Natascha und Kim vom Podcast Medially, der Medienkompetenz-Podcast, und wir nehmen dich in dieser Fortbildung mit in die mediale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Wir zeigen dir, je nachdem, was du gewählt hast, entweder eine oder sogar drei Apps, die eine hohe Relevanz in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen haben. Das sind Snapchat, Instagram und TikTok. Die sind sehr relevant für Kinder und Jugendliche, werden von Erwachsenen aber eher selten genutzt und auch oftmals nicht so ganz richtig verstanden. In der Fortbildung stellen wir dir die Dienste zunächst einmal vor, sodass du sie auch selbst ausprobieren kannst. Wir besprechen, was Kinder und Jugendliche an den Diensten so fasziniert und wie sie sie nutzen. Auch über Gefahren und Probleme sprechen wir natürlich. Zum Abschluss der App zeigen wir dir kreative Möglichkeiten, wie du die Apps auch im Unterricht einsetzen kannst. Die rechtlichen Regelungen zum Einsatz der Dienste unterscheiden sich je nach Bundesland. So dürfen beispielsweise Apps, für die ein Account angelegt werden muss, nicht einfach so in der Schule genutzt werden. Wir finden es wichtig, die Dienste trotzdem zu kennen, um darüber sprechen zu können und auch zu verstehen, worüber Kinder und Jugendliche sprechen. Natürlich gibt es auch viele Ideen und Möglichkeiten, die Dienste trotzdem in der Schule zu nutzen, ob über ein Schulhandy oder über private Projekte oder zum Beispiel, indem man sich die Struktur der Apps zunutze macht und auf der Meta-Ebene mit ihnen arbeitet. Da haben wir aber einige Beispiele vorbereitet. Für die Fortbildung brauchst du nur einen Laptop und dein Smartphone, um die Dienste mal zu testen. Wenn du in die Welt der Apps eintauchen willst, dann solltest du dir pro App ungefähr eine Stunde Zeit nehmen. Du kannst natürlich jederzeit die Fortbildung pausieren. So, jetzt geht's aber los und wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei. Los geht's!